Mein Tipp für euch ist der Radweg im Finchgau. Man kann in Meran in eine kleine Eisenbahn einsteigen und bis zum Endbahnhof nach Malz hinauffahren, dort am Bahnhof direkt ein Fahrrad mieten und dann mit dem Fahrrad zurückfahren bis nach Meran. Das ist etwa ein 60 Kilometer langer Radweg, alles abseits der Hauptstraßen, durch die Obstgärten mit wunderbarem Blick bis nach Meran herunter. Und dort am Bahnhof kann man wieder das Rad abgeben und hat einen wirklich tollen Radwandertag erlebt. Mein Tipp für euch wäre eine Fahrt mit dem Sesslift von Dorftirol nach Meran, um dann dort einen Tag in der Therme zu verbringen, in der es viele schöne große Schwimmbäder und einen tollen Park gibt. Mein Tipp für euch ist ein Rundgang durch die blühenden Obstgärten von Rifjan und Kunz und der endet dann im wunderschönen Garten vom Hilberkeller, ein typisches Südtiroler rustikales Lokal, wo man gute Grillspezialitäten essen kann und auch noch ein schönes Glas Rotwein von der Meraner Kellerei trinken kann. Mein Tipp wäre für unsere lieben Gäste, einen gemütlichen, schönen Tag zu machen durch den Tabainerweg. Das ist eine schöne Promenade mit mediterranen Blumen und Pflanzen. Und der führt so eine Stunde lang, wenn man dann noch Lust hat, weiterzugehen, kann man dann noch den Algunder Wahlweg gehen. Das ist so eine plätschernde Wasserrinne durch Weingarten. Und da an der Mitte von dem ist dann ein ganz schönes Restaurant, das ist der Leiter am Wahl, wo man sehr gemütlich unter einer Laube sitzen kann, was trinken, was essen oder zu was man einfach Lust hat.